Ja, sag es, inzwischen ist wieder windstill, aber gestern, ja, hat es ordentlich gestimmt. Wie war der Heimflug? Ja, war ein bisschen Turbulenzen, aber war trotzdem sehr gut und ja, mit dem Sieg fliegt man immer gut oder kommt man immer gut nach Hause und hat man eine gute Stimmung. Ihr habt gestern 5:0 gewonnen beim HSV. Ja, gerade dir ist sehr, sehr vieles geglückt, im Unterschied auch zu dem, was die letzten Wochen der Fall war. Nimm uns doch nochmal mit, beschreib uns, wie war die Arbeit von den letzten Wochen? Wie hast du das verarbeitet, dass da das ein oder andere Ding nicht reingegangen war? Ja, also ich war schon enttäuscht, dass ich der Mannschaft nicht helfen konnte. Und ja, ich habe einfach weitergemacht, alles gegeben. Und ja, wenn man hart arbeitet, wird man dann, denke ich, auch mal belohnt. Welche Rolle haben da deine Teamkollegen und auch das Trainerteam gespielt? Ja, alles. Die haben mir sehr viel Mut zugesprochen und dass der eine oder andere Ball auch mal reingehen kann. Und ja, also die haben halt an mich geglaubt und ja, zum Glück konnte ich das auch zurückzahlen. Deine Familie wohnt zum Teil in Hamburg, war gestern dann auch da. Inwiefern war das dann auch besonders? Ja, war sehr schön. Also ich glaube, die waren zu 10 dort und ja, es freut mich natürlich, wie mein Vater dann halt auch nach dem Spiel sich gefreut hat und ja, ich denke, das macht ihn auch ein bisschen stolz und ja. Jetzt habt ihr aber alle schon direkt den Blick nach vorne gerichtet, man hört es in jeder Aussage. Ja, wie bereitet ihr euch jetzt auf Heidenheim vor? Ja, wichtig ist erstmal, dass wir uns in den nächsten 2 Tagen gut regenerieren und ja, dann werden wir auch wieder alles reinhauen, um zu punkten. Was macht jetzt den Unterschied von der Aufgabe Heidenheim im Vergleich zu der zurückliegenden gegen HSV aus? Ja, das ist natürlich ein ganz anderes Spiel jetzt gegen Heidenheim. Da müssen wir auch wieder alles reinwerfen, wieder so aggressiv sein wie gegen HSV. Und ja, dann packen wir es.